So plumpe Klientelpolitik, wie ich sie bisher von der SPD und der Linken gehört habe, ist eines Parlaments eigentlich unwürdig. Ich werde darum diese Stunde nutzen, um Ihnen, den wirklichen Spaltern dieser Gesellschaft, den Spiegel vorzuhalten. Hören Sie also gut zu, Sie können heute etwas lernen. Wirkliche Demokratie ist, wenn eine neue politische Kraft entsteht, weil die Altparteien selbstzufrieden die wirklichen Sorgen der Bürger aus den Augen verloren haben. Undemokratisch ist es dagegen, wenn dieselben Altparteien mit allen auch unlauteren Mitteln versuchen, diese Entwicklung zu torpedieren. Meinen Sie wirklich, Sie könnten mit der verstaubten Faschismuskeule auch nur einen einzigen Wähler, den Sie verloren haben, und es werden täglich mehr, für sich zurückgewinnen? Ich prophezeie Ihnen hier und heute, das genaue Gegenteil wird eintreten. Und ich schaue da auf die SPD. Wie wollen Sie echten Rechtsextremismus bekämpfen, wenn jeder, der nicht Ihr 50 Jahre altes, verstaubtes Revoluzzer-Weltbild teilt, sofort in die Nazi-Schublade gesteckt? Sollen da alle politischen Gegner rein? Sie missbrauchen die Verbrechen der Nationalsozialisten für ihren verzweifelten Kampf, um ihre Pfründe und ihre Macht zu verteidigen, während sie gleichzeitig bei Wahlen und Umfragen immer weiter absacken. Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, als Sohn eines NS-Zwangsarbeiters bin ich entsetzt und erschüttert, wie unbedarft und schamlos die Begriffe Nazi, Rassist oder Antisemit über Ihre Lippen kommen. Sie verharmlosen damit das Leid von zig Millionen Opfern des Nationalsozialismus in dreistester Weise. Und Sie diffamieren damit mittlerweile mehr als 10 Millionen AfD-Wähler und Sympathisanten auf Übelste. Schämen Sie sich. Erst vor zwei Tagen kamen besorgte Bürger auf mich zu, die eine bemerkenswerte Beobachtung gemacht hatten. Mitten in Lichtenberg hatte ein Filmteam einen gefälschten AfD-Stand aufgebaut, Komparsen in Skinhead-Montur gesteckt und einen Schwarzen über den Platz jagen lassen. Ich bin gespannt, in welchem Propagandakanal dieser Film in den nächsten Tagen laufen wird. Ich bin mir aber auch sicher, in Zeiten schneller digitaler Kommunikation wird eine solch billige Meinungsmache nicht mehr verfangen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Meine Damen und Herren, durch solche Fake-Videos und die ständige Wiederholung ihrer Behauptungen lassen sich die wahren Fakten nicht dauerhaft unter dem Tisch halten. Lassen Sie mich als erstes Stichwort Rassismus aufgreifen. Echten Rassismus und Hetze finden wir hier im Haus nur im linken Lager. Dort wird keine Gelegenheit ausgelassen, gegen Deutschland und die Deutschen zu hetzen. Letzte Woche mussten über 4 Millionen Sachsen, ein ganzes Bundesland, dran glauben. Und das nur, weil die Menschen in Chemnitz und in Sachsen besorgt waren, wegen ihrer Sicherheit und der Sicherheit ihrer Kinder und diese Sorge für jeden, auch für die Regierenden in ihrem Elfenbeinturm in Berlin, sichtbar zum Ausdruck bringen wollten. Wer weiß, wer als nächstes drankommt. Sachsen-Anhalt, wir werden sehen. Es ist ausschließlich die politische Linke, die, warum auch immer, unser Vaterland und unsere Kultur verachtet. Das, meine Damen und Herren, ist in meinen Augen rassistisch. Fast genauso verhält es sich mit dem Antisemitismus. Erst letzte Woche auf unserem Sommerfest in der Spandauer Zitadelle bestätigte mir ein jüdischer Journalist, was mir unsere jüdische Fraktionsmitarbeiterin schon seit Beginn der Legislatur berichtet. Unsere jüdischen Mitbürger in Deutschland haben heute vorrangig keine Angst vor ein paar versoffenen oder durchgeknallten Skinheads. Sie fürchten sich in erster Linie vor der ungebremsten und unkontrollierten Massenmigration aus archaisch geprägten islamischen Staaten. Sie fürchten sich vor den jungen Männern mit Messern, Macheten, Kalaschnikows und hinter Lkw-Steuern. Das hat nichts mit Islamfeindlichkeit zu tun, wie Sie es immer wieder behaupten, sondern mit Selbstschutz. Wer
Wer uns die einzigen aufrechten Gegner des Islamismus in Deutschland angreift, der stellt sich damit automatisch auch gegen die jüdische Bevölkerung. Denn unsere jüdischen Mitbürger in Deutschland sind in großer Sorge. Sie wissen aus Israel, welche Gefahr durch die islamische Welt droht. Und sie wissen um die heimlichen Sympathien hier bei uns und von der weit verbreiteten Israelfeindlichkeit der politischen Linken. Dort im Nahen Osten verteidigt ein seit Jahrtausenden verfolgtes und seit Jahrzehnten ums nackte Überleben kämpfendes Volk den einzig wirklichen demokratischen Staat in dieser Region der Diktaturen. Und hier wird in Salons darüber debattiert, wie die Rechte palästinensischer Steinewerfer, Bombenleger und Selbstmordattentäter, denen es vollkommen egal ist, ob sie Männer, Frauen oder Kinder ermorden, besser geschützt werden könnten. Das, meine Damen und Herren, das ist der wahre Antisemitismus im Jahr 2018. Meine Damen und Herren, wir sind uns alle darin einig, Rechtsextremismus ist verachtenswert und ihm wurde in Deutschland 1945 seine gesellschaftliche Grundlage zu Recht für immer entzogen. Unbestritten gibt es immer wieder Verwirrte, die sich dem ideologischen Gedankengerüst des Rechtsextremismus anschließen. Doch sie sind weder in den Parlamenten noch in anderen wichtigen Gremien unseres Landes vertreten. Und das ist auch gut so. Und dort, wo sie dennoch auftauchen, werden sie zu Recht geächtet und herausgedrängt. Hinzu kommt, meine Damen und Herren, Deutschland hat seine äußerst unselige 12-jährige Geschichte von 1933 bis 1945 vorbildlich aufgearbeitet. Und darauf bin ich stolz. Aber ich erwarte auch, dass wir in naher Zukunft auch die SED-Diktatur und die von ihr in 40 Jahren begangenen Verbrechen genauso gründlich aufarbeiten. Und Gleiches gilt auch für den linken Terror von RAF, Hausbesitzern und Autonomen, der immer noch andauert. Für diese Aufarbeitung sozialistischer und kommunistischer Verbrechen fehlt allerdings am linken Rand der Gesellschaft jede Bereitschaft. Gibt es irgendeine Studie, wer in diesem Parlament alles schon mit roten Fähnchen, kommunistischen Bonzen zugewunken oder Steine auf Polizisten geworfen hat? Oder wer mit solchen nicht weniger verabscheuungswürdigen Leuten gemeinsame Sache macht? Ich vermute, es werden nicht wenige sein. Aber, und das verspreche ich Ihnen, wir recherchieren das gründlich und es wird alles ans Licht kommen. Seien Sie sich dessen sicher. Meine Damen und Herren, noch stehen wir ganz am Anfang unserer Arbeit und es ist leider so, dass SED-Opfer, die sich zum Beispiel in der Gedenkstätte Hohenschönhausen engagieren, öffentlich von den Enkeln der Mauerschützen und ihrem Kultursenator diskreditiert werden. Das, meine Damen und Herren, ist die wirkliche Gefahr für die Demokratie. Erst vor wenigen Tagen haben wir der weltberühmten Rede des großen deutschen Politikers und Patrioten Ernst Reuter gegen den kommunistischen Imperialismus gedacht. Und ich erinnere mich noch gut, meine Damen und Herren, wie ich einst, als ich zum ersten Mal wählen durfte, Willy Brandt meine Stimme gab, um der bundesdeutschen Politik einen neuen Spin, eine neue Richtung zu geben. Doch heute würden sich beide im Grabe umdrehen, was aus ihrer einst so stolzen SPD geworden ist. Ein schwächlicher Haufen, der sich von Postkommunisten und Autohassern an der Macht halten und an der Nase herumführen lässt. Herr Müller, haben Sie sich eigentlich einmal gefragt, warum Sie so unbeliebt und auf dem besten Wege sind, die Berliner SPD in die Bedeutungslosigkeit zu führen? Es ist traurig mit anzusehen, wie verkrampft man an einem Sessel hängen kann, die Realität ausblendet und den Pakt mit dem Belzebub eingeht. In Wahrheit geht es Ihnen doch gar nicht darum, heute die Demokratie zu verteidigen. Plötzlich wird es ungemütlich für Sie, weil die Wähler nach Jahrzehnten der Küngelei wieder eine echte Opposition in die Parlamente geschickt haben. Eine Opposition, die den Finger in die Wunde legt, die die Regierung wirklich kontrolliert, die Missstände aufdeckt und auch beim Namen nennt. Ja, das ist unangenehm. Ja, es tut weh und es kneift und es zwickt überall. Aber eines ist es gewiss nicht, schädlich für die Demokratie. Ganz im Gegenteil. Das, was Sie hier nach Jahren der Stagnation erleben, ist echte Demokratie. Der Streit um Themen, der Kampf um die besseren Konzepte, die öffentliche Auseinandersetzung um die Interpretation von Ereignissen. Mit dem politischen Einheitsbrei der Altparteien, der wie Mehltau über diesem Land
und über dieser Stadt gelegen hat und teilweise noch liegt, ist es endgültig vorbei. Für immer. Denn wir werden bleiben, egal was sie noch alles an Shows inszenieren, um uns schlecht dastehen zu lassen. Ich appelliere ganz dringend an Sie, verkaufen Sie den Wähler nicht für dumm. Beginnen Sie endlich, sich auf echte Bürgerpolitik zurückzubesinnen. Und das gilt auch für die Parteien CDU und FDP. Hören Sie auf, sich dem linken Obrigkeitszeitgeist zu ergeben und sich mit ihm gleichzumachen. Kehren Sie zurück zu echten bürgerlichen Werten. Seien Sie liberal und seien Sie konservativ. Und an alle sparen Sie die Millionen Steuergelder für linksradikale Projekte gegen rechts. Geben Sie das Geld den Schulen, der Polizei, der Feuerwehr, bauen Sie moderne Straßen und sichere Brücken. Es gibt genug zu tun in unserer Stadt, aber hören Sie endlich auf mit Ihrem tumpen Rechtsaußengeschwafel und mit der Hetze gegen die AfD. Sie wissen, dass es nicht stimmt. Haben Sie endlich wieder Mut zur Wahrheit. Das und nichts anderes stärkt unsere Demokratie.